Also zum einen bietet es sich natürlich an, Betriebssportsangebote bereitzustellen oder auch ein gesundes Ernährungsangebot. Was jetzt den Arbeitsplatz selber angeht, bietet es sich auch an, eine sehr vielfältige Arbeitsumgebung zu schaffen mit verschiedenen Tätigkeitszonen. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter auch während seines Arbeitstages öfter mal den Arbeitsplatz wechselt und sich neue Umgebungen sucht. Das fördert natürlich die Bewegung. Ein anderer einfacher Trick ist, dass man versucht, Laufwege absichtlich zu produzieren. Also, dass nicht mehr jeder Mitarbeiter seinen persönlichen Drucker und seinen Mülleimer und alles in seiner Umgebung hat, sondern dass er auch mal aufstehen muss dafür, weil es so noch einen zentralen Drucker gibt. Solche Geschichten. Eine weitere Möglichkeit ist, das Thema Bewegung auch ein bisschen spielerischer mit reinzubringen, sodass die Leute es zum Teil gar nicht merken und das eher unbewusst tun. Also, dass ich zum Beispiel mit Hockern arbeite, die so beweglich sind, dass ich automatisch mein Körper versucht permanent etwas auszugleichen. Übers Mobiliar, das bietet sowieso viele Möglichkeiten an. Also ich kann zum Beispiel mehr Stehtische anbieten, sodass die Leute für informelle Kommunikation eher sowas nutzen. Ich kann alle Tische elektrisch höhenverstellbar machen, damit die Leute sich mehr bewegen. Und klar, natürlich auch ganz wichtig ist, dass alles ergonomisch einfach gut ausgestattet ist, dass es dann nicht zu Haltungsschäden und so weiter kommt. Ein ganz anderes Thema, was aber auch wichtig ist, ist Cradle to Cradle nennen wir das. Das heißt, dass wir auch mit schadstoffarmen Materialien arbeiten oder sogar welche, die die Gesundheit der Mitarbeiter fördern und nicht eben womöglich auch noch die Gesundheit belastet. Aber auch aus psychologischer Sicht kann man da ganz viel tun und da steht alles unter dem Stichwort Wohlfühlen. Ja, und da haben wir ganz viel Gestaltungsspielraum. Zum einen geht es da um das Thema Atmosphäre. Was kann ich von den Farben, vom Materialeinsatz, von der Gestaltung tun, dass mein Mitarbeiter gerne ins Büro kommt, dass er dass automatisch auf eine subtile Art und Weise auch eine Identität geschaffen wird, wenn ich in diesen Raum reinkomme, mit dem Arbeitgeber, mit meinen Kollegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht, auch dass man räumlich dieses Angebot dafür schafft. Da ist ganz wichtig das Thema Rückzug und Kommunikation. Ja, also kann ich mich wirklich mal zurückziehen, meine Ruhe haben oder vielleicht auch blickgeschützt sein. Oder kann ich auch nach außen gehen, kann ich mich austauschen, kommunizieren, zum einen formal, aber auch ganz locker lässig. Das ist ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, der eine große Rolle spielt, ist das Thema Einflussnahme des Mitarbeiters. Also man kann schon ganz viel dadurch bewirken, dass der Mitarbeiter einen Einfluss auf die Temperatur, auf die Beleuchtung, auf die Belüftung hat, dass er ein Fenster aufmachen kann, dass er die Temperatur regulieren kann. Das ist heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich.